Knappen Sie sich hey, so der Arme musste alles mit ansehen. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich hab noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Okay. Warum kann ich das jetzt annehmen, das Angebot? Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Keine Sorge. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten. Erinnert ihr euch an die sehr schrecklich, die die einfachen was bloß auf Honig hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht gerade die. Zielt auf seine Augen! Hässlicher Bastard. Ich hab mir in die Hose geschissen. Vor den Ghulen in Acht. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Abgemacht. Was? Das ist mein Gebiet. Schwör ab, solange du noch Beine hast. Und aber da muss mir doch jetzt einen Auftrag gegeben haben, dieser Typ. Ach so, die greifen dann einfach in Wäden an oder was? Ich hab mir in die Hose gepisst.
Das soll jetzt wie lange weitergehen? Danke, mein Herr. Du hast uns das Fell gerettet. Hier, nimm. Dein Lohn und der Anteil des Bastards, der uns gezwungen hat, die Leichen auszubuddeln. Nun, alles Gute. Das ist kein Leichenfresser. Das ist wohl ein Offizier. Vielleicht hat er mehr. Ja, das sieht aber aus, das ist doch ein Nilfgaarder Lager, aber hier stehen Redania. Also hier sind, das sind ja hier Redania. Ah, das war bestimmt ein militärisches Lager von Nilfgaarder. Nur der Sohn ist zu Hause geblieben. Du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich bin deinem Schwager schon begegnet. Die Monster habe ich auch getötet, aber er hat es nicht geschafft. Was? Willst du mich verkohlen? Vergiss mein Angebot. Ist vom Tisch, du Armleuchter! Sie wurden mit dem bestraft. Niemand im Dorf ist am Leben geblieben. Das stimmt. Meine Schwester hat es auch gesagt. Sorten sind gleich tot. Ach, hier liegt er. Okay. Ein Goldzahn. Na gut, man kann nicht alles schaffen. Ein Vater hat seine Mädchen in den Wald geschickt. Nur der Sohn ist zu Hause geblieben. Schnappten sie sich seinen Sohn. Der Arme musste alles mit ansehen. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das. Boah, das ist wirklich alles von Wasser. Da könnten sie eigentlich den Berg da oben abtragen und verteilen. Ja, da unten ist ja fester Boden. Sind wir damit trocken? Nee. Beide da draußen. Oh.
Oh. Komm schon. Du. Eine. Komm her. Komm. Die Harpchen haben hier ihr Nest. Ja, wir wollen ja nach hier. Wollen ja zu Tamara. Das dann auch mit. Ich. Also wenn ich mal wirklich so darüber nachdenke, so lange laufe ich gar nicht. Jetzt tausender da laufen muss. So. Dann ist das schon Strecke, ja. Wie jetzt 100 oder so oder 500 Schritte, das ist keine Entfernung. Sich raus. Hä? Echt jetzt an den Bienen bin ich jetzt gestorben? Also kann ich jetzt gar nicht glauben, an den.
Schon mal Baumrinde gegessen? Ja, hoffentlich bleibt der einen Splitter am Arsch hängen, Mann. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass die so dermaßen. Von vorne. Haben wir hier aber mal gespeichert, ja. Jetzt wieder Färber an den Bienen. Dafür, weißt du, wenn da ein Fragezeichen ist, muss halt gucken. Thank you.
Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Hexenjäger auswählen. Oh. Wie schmeckt dir das? Oh. Es muss zerstört werden. Bitte was? Da kommt so ein Verschlinger, explodiert und du stirbst mit? Ernsthaft? Nee, ich stehe jetzt. Ne? Der erste Bienen. So ein verdammter Verschlinger. Ich möchte doch nur nach Ochsenfurt und da die Dinger wegmachen. Unterwegs alles wegmachen. Das ist doch nicht so schwer. Anscheinend ist es das. Kann doch nicht wahr sein. Alter! Jetzt hier. Was bitte passiert hier gerade? Come on.
Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Jetzt gerade bin ich hier komplett außer Form oder so. Ja, ja. Ich springe nach oben. Da kannst du jetzt nicht gucken, weil du im Moor bist und nicht springen kannst. Was ist denn nur gerade los? So stark sind die doch gerade. Hey, aber jetzt ernsthaft mal, also Bugs auch gar nicht. Das war ja gut. Vielleicht darf ich es auch nicht so übertreiben mit dem Mausklicken. Es ist auch hier hin. Echt, da hat er jetzt davon keinen Schaden bekommen. Oh. Ein Moda-Hauptnest. Es muss zerstört werden. Also. Natürlich spawnt das Pferd da unten.
Ist das ganze Lager hier oder... Ja, wie soll ich das jetzt verstehen? Ist das ganze Lager hier im Moor versunken oder im Sumpf untergegangen? Aber das hätten die ja vorher schon gemerkt, wenn da ein Sumpf gewesen wäre, dass sie da kein Lager bauen. Ja, mach's gut. Beweg dich! Pass doch auf! Habt ihr einen Passierschein? Komm schon! Wir brauchen keinen Passierschein! Wir sind aus Novigrad, seit über 8 Generationen. Kein Durchgang! Hat uns in Büsima überrascht. Oha, bitte! Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel. Das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Ja. Du kannst passieren. Das Ministerium für Bürgerschutz kommt wieder. Scheiße. Aus Scheiße. 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 Ja, pass doch auf. Komm schon. Das ja. Ist heilig. Lange nach Pontvanus zurück. Pass doch auf. Ja. Seid aber. Oh. Boah, wir haben 12 Uhr mittags. Hast du sie gestern schreien hören? Was hat sich der Frau angetan? Das gleiche. Alter. Aber. Nicht so schnell, Plätze. Oder gerade eine. Dabei. Oh, Waffenschmuck. Oh. Ah, ein Kunde. Ja. Zeig mir doch mal dein Angebot. Ja, aber da. Wir haben wieder ein bisschen Geld gemacht, sehe ich positiv. Ja. Geld, was wir denn gleich wieder in den Rachen reinschieben, aber 300. Das, was wir verkauft haben, haben wir jetzt wieder in die Reparatur reingesteckt. Wiedersehen. Nee, war da eben. Ich war ja hier bei jetzt gerade bei war irgendwas mit Katzenschuhen. Absolut. Ich meine, so toll das Auto gut auch ist, aber normalerweise soll das nicht hier Häuser, welche Dinge looten. Ja, dann ist es egal, dann kann ich das Höchste einstellen und dann alles looten, aber. Verbesserte Katzen. War die das?
Angriffskraft plus 6%. Ja. Also ich meine, ich könnte natürlich, also hier überlegene Bärenhose, da waren wir in der Höhle drin, haben das bekommen. Ja? Waren wir in der einen Höhle drin und haben das bekommen. Ich habe hier keine Karte auf oder sonst irgendwas. Ich bin einfach nur nach dem Fragezeichen gegangen. Um einfach Level zu bekommen. Aber dass ich hier eine Bärenrüstung hier überlegen, haben wir sogar schon. Wir haben sogar schon eine überlegene Bärenrüstung. So, das ist halt, wenn man die Fragezeichen abklappert. So, dann kriegt man halt sowas voraus, gell? Überlegene Bärenhose haben wir auch schon. Ja gut, das ist ja die schwere Rüstung, die will ich ja gar nicht haben. Ich brauche ja. Im Endeffekt brauche ich die hier. Ja, also so mittelschwere Rüstungen, das brauche ich gar nicht. Ich brauche, wenn dann brauche ich die. Ja. Leichte Rüstung. Durch starke Angriffe, was? Durch starke Angriffe wird der Schaden von schnellen Angriffen 5 Sekunden lang um 10% pro Ausrüstungsteil des Sets erhöht. Natürlich 6 Teile anhast, Minimum. Hast du schon mal 60% Schaden. 7 Teile, 6 Teile sind es aber insgesamt mit Hose, Stiefel, Handschuhe, Bams, Silberschwert und Stahlschwert. 6 Teile. Armbrust zählt, glaube ich, nicht mit dazu. Aber hier Resistenz gegen Schaden durch Monster. Elementarresistenz. Lässt sich darüber streiten, aber ist halt pro Rüstungsteil dann 6. Meisterlich gefertigtes Silberschwert. Was sind wir? Hat ja gar nichts. Das ist natürlich auch ein richtig gutes Wolfshooter. Aber da weiß ich nicht, was das für Reifenschwert haben wir auch. Reifenschuh. War ab 11. Überlegene Bärenstiefel. Toll. Also wir haben schon ein bisschen was zusammen, muss ich sagen. Was man craften kann. Blaues Mutagen haben wir auch schon. Wir haben 10 kleine blaue Mutagen. Ja, wir brauchen aber 3. Aus. Das haben wir auch schon. Gute Mutagene haben wir noch gar nicht. Vampiröl können wir herstellen. Auf damit. Da muss ich mal gucken. Das finden wir aber auch irgendwo. Haben wir jetzt mittlerweile schon 8 Öle und ein verbessertes. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit der Folge hier Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht das gut. Ja, ciao. Ich plündere währenddessen hier mal die Stadt. Meine Frau vermisst mich.
Also ganz ehrlich, also wenn ich hier durchlaufe. Oh, da runter. Ich weiß nicht, wen du suchst, aber hier findest du ihn nicht. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.